Das war sie also, die kleine Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen mit einer Wahlbeteiligung von nicht mal 56%. Oder wie noch Bildungsministerin Yvonne Gebauer von der FDP sagen würde, 2/3. Mein Name ist Ehring, Sie sind extra drei. Die SPD erhält die zweite Klatsche in Folge bei einer Landtagswahl und fährt das schlechteste Ergebnis ein, das die Partei jemals in Nordrhein-Westfalen erreicht hat. Und der Plan war ja eigentlich ein anderer. Die Sozialdemokraten hatten sich da was anderes vorgestellt und auch was anderes vorgenommen. Was hatte noch gleich Parteichef Lars Klingbeil Ende des vergangenen Jahres verkündet? Dieser Sieg bei der Bundestagswahl war eine große Chance, jetzt ein sozialdemokratisches Jahrzehnt zu gestalten. Ein sozialdemokratisches Jahrzehnt. Zeitlich eine brutale Fehleinschätzung. Allenfalls zu vergleichen hiermit. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Das tut mir leid für den Rest der Welt, aber wir werden für die nächsten Jahre nicht zu besiegen sein. Ja, tut mir auch leid. Vielleicht muss man es so sehen. Die SPD hatte bei der Bundestagswahl einfach unglaubliches Glück. Und ich glaube, das wissen die Sozialdemokraten auch. Ich glaube sogar, sie beten im Willy-Brandt-Haus täglich zu dem Heiligen, der das im vergangenen Herbst möglich gemacht hat, zum Heiligen Armin. Die Freude der Christdemokraten hingegen war am Sonntag so groß, dass sogar die Polizei ausrücken musste. Hier, CDU feiert zu laut, Polizei und Ordnungsamt schreiten ein. Da wurde die Parteizentrale zur Partyzentrale. Meine Güte, das gab es sonst nur, wenn Philipp Amthor abends einen Kaba zu viel getrunken hatte. Aber wenn der Sieger schon Wüst heißt, dann kann es ja auch mal eine wüste Party sein, oder? Henrik Wüst versprüht ja sonst eher den Charme eines Sparkassenchefs. Und zwar so einer, der seine Leute auf Sommerfesten mit Sportsfreunde anspricht. Bitter lief es für die AfD. Die schlimmste Niederlage seit dem 8. Mai. Nein, ich meine die Wahl in Schleswig-Holstein. Was dachten Sie denn? Die Wählerinnen und Wähler laufen weg. Wer hätte das gedacht, dass die AfD ein Flüchtlingsproblem hat? In der Partei rumort es, die Unzufriedenheit mit Parteichef Tino Chrupalla wächst. Dabei ist es ja so. Das ist wie früher beim Camping. Ich vergleiche das immer so. Da haben sich immer diejenigen beschwert, dass es nass im Zelt ist. Und das waren diejenigen, die auch ins Zelt hineingepinkelt haben. Wie früher beim Camping. Ich weiß nicht, was Chrupalla für seltsame Zeltlager gemacht hat. Lassen wir es offen. Während die Grünen, die ja im Bund mitregieren, ihr Ergebnis verdreifachen konnten, wurde die FDP, die im Bund auch mitregiert, ordentlich abgestraft. Die Stimmung auf der FDP-Wahlparty war nach 18 Uhr plötzlich so eisig. Die ersten jungen Liberalen haben ihre Lacoste-Pullover sogar angezogen, anstatt sie über die Schultern zu legen. Klar, die grüne Ministerin Annalena Baerbock und der grüne Minister Robert Habeck, die krönen gerade so richtig Punkten. Alle reden im Moment über Außenpolitik, Energie und Wirtschaft. Das sind die großen Themen. Und die beiden machen zufälligerweise Außenpolitik, Energie und Wirtschaft. Wie clever ist das denn? Und Christian Lindner ist Finanzminister. Das ist ein undankbarer Job. Ich meine, das ist wie im Fußballstadion. Man guckt ja auch auf die, die da spielen, auf die, die gerade was machen, nicht auf den Typen im Kassenhäuschen. Wer interessiert sich gerade in diesen Zeiten für Justizminister Marco Buschmann? Wer interessiert sich für Verkehrsminister Volker Wissing? Niemand. Wobei, Wissings Ressort ist ja tatsächlich sehr, sehr wichtig. Der Verkehrssektor ist für einen großen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich und gilt laut Weltklimarat als einer der Bereiche, in dem man relativ einfach mit relativ wenig Aufwand enorme Klimaschutzeffekte erzielen könnte. Es gäbe also, ja, ich spreche bewusst im Konjunktiv, es gäbe viele Möglichkeiten, etwas zu tun für den Klimaschutz, wenn man Volker Wissing ist. Ein generelles Tempolimit aber will Wissing schon mal nicht, ein zeitlich begrenztes will er auch nicht, denn das ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Man müsste entsprechende Schilder aufstellen, wenn man das für 3 Monate macht und dann wieder abbauen. So viele Schilder haben wir gar nicht auf Lager. Aha, wie viele Schilder bräuchte man da? Ein paar an den Grenzen, würde ich sagen. Ne? Das wäre es dann aber auch. Es gibt in Deutschland auch keine Schilder, dass man Senioren nicht überfahren darf. Und trotzdem halten sich die meisten daran, weil sie die Gesetze halt kennen. Wissing hat dafür andere Vorschläge, wie wir das Klima schützen können. Als Digitalminister rät er uns Deutschen, weniger Essen zu fotografieren. Wirklich wahr. Durch diese ganzen Social-Media-Postings mit Essen käme man, so Wissing, auf einen enormen Energieverbrauch. Naja. Parteichef Lindner postet seine Selfies ja wenigstens in umweltschonendem Schwarz-Weiß. Wir halten fest, Verkehrsminister Wissing hätte viele Möglichkeiten, effektiv das Klima zu schützen. Was er vorschlägt, ist, weniger Fotos vom Essen zu machen.
Nun ja, er ist ja noch nicht so lange im Amt, man muss da fair bleiben, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, er ist inzwischen schon so eine Art Andy Scheuer, der die alten Anzüge von Heiko Maas aufträgt. Kann das sein? Höchste Zeit, ihm ein musikalisches Denkmal zu setzen. Und das machen natürlich Dennis Gaub und Jesko Friedrich. Eins und eins ist eins und nicht drei. Was? Wenn man sich die Zahl der Fotos von Essen anschaut, weltweit, da kommt man auf einen enormen Energieverbrauch. Wissing, Volker Wissing, Verkehrsminister. Der mag Autos, die Bahn, die vergisst er. Tempolimit findet er Mist, er ist Volker Wissing. Wir müssen richtig Gas geben, das wollen wir auch. Die Egoismuspolitik für Gutverdiener, typisch FDP. Lockt kaum ein hinterm Ofen vor und führt zum Absturz wie in NRW. Er warnt vor zu viel Klimaschutz, sagt Freiheit und meint Eigennutz. Klimaziele werden voll verfehlt. Absolut. Wissing, ich heul in mein Kissen, denk ich an die Bahn. Mit 9 Euro Ticket wollen alle mitfahren. Wo fast jeder Zug ausfällt, was für ein Plan. Mein Gott, Wissing, hast noch gar nichts gerissen. Guten Tag, mein Name ist Christian Ehring und ich möchte mit Ihnen über Abos reden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einfach hier zu klicken und extra drei zu abonnieren? Völlig kostenlos und unverbindlich? Hier gibt's übrigens direkt das nächste Video von uns. Ja, trauen Sie sich. Es lohnt sich.